Verrückt. Wir sind die Lunchpaket-Banditen. Ja, her mit dem Mittagessen. Aber ich habe kein Mittagessen. Dann musst du dafür halt mit Geld bezahlen. Hey! Der nächste bitte. Und mein Sandwich. Nein. Da, bitte sehr. Zwei kleine Roboter, wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Oh, nichts. Danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt.
Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen. Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Wirklich nicht nett von dir. Hi, Morphle. Wie geht's? Nein. Willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Da stimmt was nicht. Oh nein. Das tut mir leid, Morph. Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch. Dieser Morphle ist nicht echt. Banditen! Morphle, wirklich holen Ball? Ja, Morphle, du holst den Ball jetzt. Ha, ha. Oh, sieh ihn dir an. Er macht sich bereit. Oh, hey, Morphle. Willst du mit uns Ball spielen? Ha, ha, ha. Papa, da drüben! Oh nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Jorn. Hey, Mila, was machst du da? Ja, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Morphle, hier drüben. Na gut dann. Mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Jorn. Es folgt jetzt der nächste Streich. Morphle? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her. Morphle ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Oh nein! Meine Schafe sind weggelaufen. Schau mal, der Bauer braucht unsere Hilfe. Morphle, morph in einen Hütehund. Morphle! Vielen lieben Dank, Morphle. Du bist ein toller Hütehund. Gehen wir, Mila und Morphle. Wir haben auch ein Schaf zu verkaufen. Dieses magische Zuckerwatte-Schaf. Wundervoll. Das ist der einfachste Weg, um Zuckerwatte für ihre Kirmes zu machen. Sehr lecker. Ich hätte gerne 20 magische Schafe.
aber das ist ein Zaubertier. Das gibt's nur einmal. Nur eins? Das ist nicht genug. Ich passe. Jetzt müssen wir ohne ein Geschäft nach Hause gehen. Papi, können Morphin und ich mit dem Zuckerwatteschaf spielen? Ja, klar. Schafe. Wow, Morphin, jetzt haben wir zwei Zuckerwatte-Schafe. Ich glaube, das ist passiert, weil es die Süßigkeiten gefressen hat. Schafe. Jetzt fliegen die hier wieder weg. Morphin, treibe sie hinten in meinen Zaubertiertransporter. Ich sagte doch, ich brauche 20 von den Tieren, sonst passe ich. Wow. Sofort anhalten. Hallo, Feuerwehrauto. Schmeiß die Verlierer raus und komm mit uns. Hey, wir brauchen das Auto für einen Brand. Dann lauft schon mal los. Ja, wir sind jetzt die Autobanditen. Und mit diesem Strahler ist es einfacher denn je. Oh nein, Morphin, wir müssen sie aufhalten. Morph in ein Rennauto. Wartet! Wir müssen einen Brand löschen, sofort! Morphin! Morph in ein Feuerwehrauto! Zum Bauernhof!
Du fährst jetzt nicht mehr, du Sonntagsfahrerin. Aber ihr Schurken. Mach dich mal selbst sauber. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe einfach nur Hamburger gemacht und plötzlich ist ein Feuer ausgebrochen. Schnappen wir uns die Banditen, Muffin. Wartet, Mila, Morphel. Die Banditen haben meinen Krankenwagen gestohlen und diese Frau muss ins Krankenhaus. Morphin, einen Krankenwagen, Morphin. Ah, ein ruhiger Tag in meiner Stadt. Keine Verkehrsverstöße zu sehen. Hä? Autos ohne Fahrer? Nicht in meiner Stadt. Moment, was? Bye-bye. Jetzt schnappen wir uns die Banditen. Stopp! Sofort anhalten. Morphe, Morphe in ein Polizeiauto. Wow, als hättest du meine Gedanken gelesen. Schnappen wir uns die Schurken. Nein, auf keinen Fall. Ihr Autos, haltet sie auf. Flieg über sie, Morphe. Oh, oh. Autos, schließt euch zusammen zu einem Mega-Roboter. Wir sind der Autobot. Oh, Junge. Nein, aufhören. Nein! All die schönen Autos. Du siehst nur noch ein Auto. Und das bringt dich ins Gefängnis. Wow! Triceratops-Babys! Babys! Ja, ich habe die Eier mit meiner Zeitmaschine gefunden. Sie lagen da einfach, in der Vergangenheit, ohne Eltern, die sich um sie kümmerten. Morphe, morph in einen Triceratops. Dinosaurier sind längst ausgestorben. Aber mit dieser speziellen Zeitmaschine können wir Dinosaurier von vor Millionen von Jahren finden. Und sie einfach in unsere Zeit setzen, damit wir sie studieren können. Aber den hier brauchen wir jetzt nicht. Schicken wir ihn heim. Oh nein, Onkel Rashid! Oh nein! Mila, benutz die Zeitmaschine und schick mich zurück in unsere Zeit. Ich versuch's. Ja, toll. Jetzt zappe mich. Oh nein! Versuch's nochmal!
Zeitmaschine zerstört. Jetzt können wir die Dinosaurier nicht in ihre Zeit zurückschicken. Mila, du und Morphle müsst meine Freundin finden. Professor Zong, sie ist auch Wissenschaftler. Sie kann die Zeitmaschine reparieren. Okay. Vorsicht, Morphle. Das ist ein T-Rex. T-Rex, keine Babys essen. Los, Morphle. Wir müssen Professor Zong finden. Morphle, hier entlang. Die Dinosaurier laufen durch die ganze Stadt. Zu reparieren. Wir müssen den T-Rex in seine Zeit zappen. Oh nein! Der T-Rex ist fast hier! Okay, alles repariert. Schnell, Morphle, zappe ihn! Zeitmaschine geht wieder. Schicken wir die anderen Saurier auch zurück. Danke, dass ihr mich gerettet habt, Mila und Morphle. Ich habe mit Professor Zong gesprochen. Und vielleicht ist es besser, die Triceratops-Babys auch zurückzuschicken. Aber du sagtest doch, die Eier haben keine Mami und keinen Papi, der sie beschützt. Ja, aber... Morphle-Babys nicht zurückschicken. Wir können sie nicht behalten, Morphle. Mami und Papi erlauben mir nur ein Haustier. Und ich habe doch schon dich. Keine Sorge, Morphle. Wir finden ein gutes Zuhause für sie. Was war das? Oh nein! Meine Existenz steht in Flammen. Morphle in ein Feuerwehrauto. Vielen, vielen Dank, Mila und Morphle. Ich weiß nicht, wie das Feuer ausgebrochen ist. Was ist das für ein Geräusch? Oh nein! Das Maisfeld steht auch in Flammen. Überall ist Popcorn. Was verursacht nur diese Brände? Seht, ein Drache. Er hat eine Erkältung und niest Feuer. Und er fliegt auf die Stadt zu. Oh oh. Ihm nach, Morphle!
Schau, Morphe, der Drache ist fast beim Krankenhaus. Dr. Abraham, wir haben einen kranken Drachen in der Stadt. Oh nein! Hallo, großer Bursche. Ich habe Medizin für dich. Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein. Das ist meine große Box furchterregender Monster. Ich muss die Polizei rufen. Morphe mit Monstern spielen. Nein, Morphe. Hallo? Hi. Ein paar meiner bösen Monster sind vorhin entwischt. Schon unterwegs. Man darf Leute nicht erschrecken, Monster. Morphe! Morphe, verwandle dich zurück! Morphe, kann es das Monster? Hä? Morphe? Die echten Monster! Hört auf, alle zu erschrecken, ihr Monster! Erschreck mich doch nicht so! Monster haben Angst vor Morphe. Du bist ein furchteinflößendes Monster. Ihr müsst keine Angst vor Morphe haben. Er ist ein Freund von mir und er ist eigentlich ganz süß und weich. Hier, streichelt ihn. Seht ihr? Es ist nicht schön, Angst zu haben. Ist das nicht wahr, Monster? Ihr solltet auch niemanden ängstigen. Ich finde, die Monster sollten Leuten helfen, keine Angst vor gruseligen Sachen zu haben.
so wie ich euch geholfen habe, keine Angst vor Morphle zu haben. Ich habe Angst vor dem Arzt. Das Monster hat keine Angst vor dem Arzt. Du musst auch keine Angst haben. Ich habe Angst vorm Radfahren. Das Monster hilft dir, keine Angst zu haben. Morphle, ich habe Angst im Dunkeln. Morphle hat auch Angst. Aber unsere neuen Freunde helfen uns, weniger Angst zu haben. Hui! Hallo Mila und Morphle. Was habt ihr denn heute so vor? Wir spielen mit Morphles Lieblingsspielzeug, Mr. Action. Mr. Action ist so mutig und hilft Menschen, wo er nur kann. Ausgenommen böse Leute, selbstverständlich wie Professor Evil. Oh, wow. Sollen wir ihn zum Leben erwecken, damit er den Menschen in der Stadt helfen kann? Mr. Action lebendig? Oh, setz ihn auf den Boden, Morphle. Ich bin Mr. Action! Professor Evil, mein Rivale. Her mit diesem Gerät. Oh, in Ordnung. Das war einfach. Oh nein! Zeit, der Stadt zu helfen. Mr. Action! Wir müssen den Lebensstrahl zurückholen, Morphle. Verwandle dich auch in einen Superhelden. Hier brauchen wir Action. Keine Sorge, Ma'am. Ich helfe Ihnen. Weg mit dir! Danke, Morphle! Lass diese Frau in Ruhe! Danke, Morphle! Ich nehme das, Jungs. Sie brauchen definitiv Mr. Action. Bitte was? Bitte schön, ihr ehrlichen Bürger. Aber das sind die Bösewichter. Lügen haben kurze Beine, Peter Friesen. Nicht davon.
hältst du Professor Evil? Seid ihr seine Helfer? Nein, nein, nein. Das ist hier Professor Evil. Professor Evil ist ein Spielzeug. Genau wie du eines warst, Mr. Action. Das ist Professor Rashid. Und er sollte kein Spielzeug sein. Oh nein. Danke für die Erklärung, kleines Blaubeermädchen. Heilige Reagenzgläser. Aber wie bekämpfe ich jetzt Professor Evil? Ich muss selbst wieder zum Spielzeug werden. Worauf warten wir? Du hast uns doch schon gefangen. Ja, ja. Ich bin ja gleich da. Sieh ihn dir an, ja. Sieh ihn dir an. Ja, ja. Sieh mal.